Hallo und willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Ich probiere jetzt mal was, ich filme jetzt mal beim Autofahren. Und es gibt ein paar Sachen zu erzählen. Ich war auf der MEC Munich am Wochenende, die war richtig cool. Und ich war jetzt gerade in München, fahre gerade in Puchheim los und ich erzähle euch einfach mal ein bisschen was. Und zeige euch parallel dazu ein paar Bilder. Und ich hoffe, wenn ich bremse, die Kamera fällt dann dabei nicht um. Ah, das funktioniert, es hält, es ist perfekt. Und zwar die MEC Munich, das war ja diese mega coole Bastlermesse in München, also die erste Make-Messe in Deutschland. Die war ja schon jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal und es war eine wundervolle Messe. Also die Jenny und der Martin haben eine super Arbeit geleistet. Es war einfach eine tolle Messe. Ohne Zweifel, es waren super Besucher da, es waren richtig tolle Gespräche. Es haben Leute gelötet ohne Ende, es haben richtig viele Leute gelötet. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, knapp 100 Roboter gelötet mit Kindern und großen Kindern. Es war einfach wunderbar. Also ohne Zweifel. Man hat sonst auch total coole Dinge gesehen. Ich habe wieder alle aus der Familie getroffen. Ich meine, wir sind ja immer eine Familie gewesen schon, diese ganzen Maker im Münchner Raum. Mit Gentleman Nerd Nils, mit der Anna Blumenkranz, mit der Paula und so weiter. Also es war ganz, ganz, ganz toll. Das soll funktionieren. Funktioniert's? Einwandfrei. Reading Card. 10 Euro. E-Mail, Quittung. Brauche ich nicht. Nix. Perfekt. Ja, Milext. Ich habe noch ein paar andere schöne Sachen gefilmt, wie man hier auch sehen kann.
wie man zum Beispiel in der Mikrowelle Glas schmilzt. Dann die Jelena, die auch so in dieser Familie dabei ist. Die Jelena hat einen Workshop gegeben, wie man so Dioramen, so Miniaturmodell-Dinge baut. Also es war wundervoll, es war einfach eine ganz tolle Messe. Ja, und da ja ich immer darauf Acht gebe, dass ich ja besonders viele Termine auf einmal habe und mir das ja sonst zu langweilig werden würde, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Wochenende einen Termin habe und dann schon wieder nichts habe die Woche drauf, habe ich mal jetzt am Dienstag heute einen Termin reingelegt. Da bin ich jetzt mal nach München gefahren, weil ich ja den Weg schon vom Wochenende her kannte. Bin ich nach München geglüht mit dem Auto und habe in Garching... Was machst du da? Was machst du da? Danke. Habe in Garching eine Firma besucht, die wir alle kennen, die ich ja auch oft genug erwähne, die Würth Elektronik. Habe da ein, zwei Dinge zu besprechen gehabt. Da wird was kommen, kann ich schon mal vorab versprechen. Und jetzt war ich bei einer anderen Firma, da ich ja schon in Garching war, Garching ist der München Nord, dachte ich mal, glühe ich schnell die A99 rüber und fahre nach Puchheim. Und in Puchheim sitzt die Firma Rigol. Also Rigol kennt man ja, ich habe ja das DS1104, keine Ahnung wie es heißt, von Rigol bereits im Einsatz, das Oszilloskop. Ich habe ja einen ganz tollen Signalgenerator von Rigol im Einsatz. Und die haben jetzt eine ganz tolle neue Oszi-Serie, die mittlerweile auch, ich glaube, HDMI-Anschluss haben, die Netzwerkanschluss haben, und scheinbar kann man da jetzt mittlerweile auch irgendwie, wie ich es beim Rode und Schwarz Oszi gehabt habe, den Display-Inhalt ganz toll darstellen, dass ich eben im Livestream euch wieder irgendwelche Oszi-Bilder zeigen kann. Falls wir mal wieder Hardware machen, falls der Fisch wieder jemals fertig werden sollte. Genau, so sieht es da aus. Ich habe jetzt das Oszi geholt. Das sind zwei große Kartons. Ich habe nämlich zusätzlich, das wird ganz toll, es wird großartig. Ich habe zum Oszi dazu noch einen ganzen Pack Nahfeldsonden gekriegt. Da gucken wir uns dann mal ein bisschen EMV-Zeug an. Da freue ich mich schon drauf. Mit Nahfeldsonden kann man nämlich auf Platinen schon mal rumfuhrwerken und gucken, wo könnten da irgendwelche Störungen sein, wo könnten da irgendwelche Störungen herkommen. Von dem her wird das da mit dem Thema schon mal total wundervoll. Und ich bin dann... okay. Das geht auch, dass man so überholt. Und ich bin natürlich total begeistert, generell neugierig, nicht begeistert. Ich bin total neugierig, wie das Oszi werden wird, weil es ist halt ein Rigol. Ich kenne die Bedienung von Rigol und so her schon und ich finde das Teil toll. Ich habe ja leider Gottes das Rode und Schwarz Oszi abgeben müssen, wie ihr alle mitgekriegt habt wahrscheinlich. Das war ja nur eine Leihgabe für, nein, nur, das war eine Leihgabe für ein Jahr. Das Jahr war halt rum und ich muss zurückgeben. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz, ganz, ganz recht herzlich bei Rode und Schwarz. Da das echt ein geiles Oszi war, das RTB 3000, glaube ich, hat es geheißen. Und ich hätte es eigentlich schon gern behalten, aber es war mir einfach dann zur Ablöse zu teuer. Es war jenseits von dem, was ich mir da leisten hätte wollen. Und da ich es aber auch nicht verlängert gekriegt habe und da sie auch gerade nicht willig sind, mir ein anderes Oszi zu geben, habe ich mich an die Firma Rigol gewandt, die ja eben auch den Sitz hier in München hat, den deutschen Sitz. Da dachte ich, man rufst mal an, fährst mal vorbei, und das hat dann einwandfrei geklappt. Also an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank schon mal im Voraus an die Firma Rigol. So, ich bin jetzt auf der Autobahn, glühe also wieder gemütlich heim. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich hoffe, das Wetter ist schön. Ich wünsche mir jetzt am Dienstag, dass am Samstag ein schönes Wetter für euch ist. Geht raus, genießt die Sonne, jetzt ist sie wieder da. Sie ist wundervoll heiß und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! Ich kriege jetzt die Kamera aufgeräumt, ohne dass ich es kaputt mache. Nee, das Ding fällt mir gleich runter. So, und tschüss!